Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wie ihr seht, wir sind hier bei Look Design. Ich habe kein Video diesmal gemacht. Ich habe einfach mal eine Fotoserie gemacht. Da habt ihr gerade Stefan gesehen, wie er den Druck für einen Plotter vorbereitet. Das Plotter ist das Ding, was ihr da vorne seht. Da ist mein Druck. Das ist jetzt ein bisschen, sieht ein bisschen komisch aus, weil halt die Folie halt ein bisschen anders ist, aber da seht ihr das nochmal, da wird das gerade gemacht. Ich habe halt ein paar Bilder doppelt und dreifach drinne, weil ich habe gedacht, falls mal was nischt wird, hast du halt Ersatz. So, und da jetzt mal von nahen, der schneidet das praktisch aus, so wie das halt da eben am PC gemacht wurde. Das ist halt auch eine richtig beschissene Arbeit, da seht ihr das, da macht Stefan die überschüssige Folie ab. Das ist ein T-Shirt, was ich ausgesucht habe. Ich habe mir ein schwarzes T-Shirt ausgesucht mit weißem Druck. Alles sehr einfarbig, sehr schlicht gehalten, damit es halt preisgünstig ist. Weil mehrere Folien, mehrere Farben halt, umso teurer wird es. So, da seht ihr das. So, ich habe es mir halt noch ein bisschen individualisiert. Seht ihr ja gleich, die drei Dreiecke habe ich wieder machen lassen. Und das ist echt wirklich eine richtig, richtig scheiß Arbeit bei dem Motiv, was ich mir da ausgesucht habe mit den drei Dreiecken. Weil da muss wirklich, sitzt Stefan da die ganze Zeit und muss da zurechtfriemeln. Die Musik, die ihr im Hintergrund übrigens hört, das ist Nemesis. Ich weiß jetzt nicht, welches Lied ich reinmache. Ich glaube, Barbarossa werde ich reinnehmen und dann vielleicht noch ein anderes Lied. So, da macht er jetzt aus dem I-Punkt die einzelnen kleinen, wirklich hauchkleinen Sachen raus, weil der I-Punkt ist ja mein Logo. So wie ihr seht, da oben ist es jetzt frei. Und jetzt kommen wir an die drei Dreiecke. Das nennt sich Valknut. Das ist sozusagen Odins stärkste Rune, mächtigste Rune und bedeutet halt, mein Leben und Seele ist dem Odin geweiht, aber die Außenspitzen stehen auch für was. Götter, Menschen, Runen, Asatru, die drei Nornen und die neun Welten. Wenn ich nicht, dass ich jetzt wieder was vergesse. Das ist noch relativ einfach daraus zu machen. Aber jetzt kommt's. Die Runen. So. Da wirklich zwischendrin, weil die Runen sind ja auch so wie beim D oder ein A, die haben ja so zwischendrin was. Das ist wirklich eine Scheißarbeit, das da rauszumachen. Ich habe mir das alles einfacher vorgestellt, aber so einfach ist das leider gar nicht. Aber trotzdem wird es das halt auch geben. So, jetzt ist hier gerade bei mir die Kamera angegangen. Warum die Kamera angegangen ist, weiß ich auch nicht. So, da seht ihr das. Das Odin und so, da habe ich euch mal einen Pfeil eingeblendet. Da seht ihr denn, dass der I-Punkt praktisch mein Logo ist und diese kleinen Fitzeldinger dazwischen sind echt richtig, richtig scheiße rauszumachen. Das ist eine richtige kleine Fitzelarbeit. Also nicht schön. So, aber geil aussehen tut es natürlich schon. Wir gucken uns mal die nächsten Bilder an. Da ist es denn jetzt auf dem Tisch. Da sind meine drei Dreiecke. Ich habe das jetzt mal gleich für euch rangezoomt, da könnt ihr das jetzt ein bisschen besser sehen. Ein paar Pfeile eingeblendet, Pfeile kommen immer gut. Da seht ihr das, dass das wirklich eine richtig kleine, witzig kleine Fitzelarbeit ist, oben in den einzelnen Buchstaben, die kleinen Dreiecke, die da raus müssen. Und ja, das ist echt nicht zu verachten, muss ich sagen. Ich habe auch mir das alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Aber naja, da seht ihr das nochmal in der ganzen Pracht. Wie gesagt, das wird es auch als Pullover, jemals T-Shirt wahrscheinlich, aber habe ich mir selber anfertigen lassen, war ja meine Idee. Jetzt ist es da schon drauf. Jetzt macht Stefan das T-Shirt erstmal komplett bügeln. Da ist so keine Falte drin, ist nichts. Ich habe die Bilder immer so um die 5 Sekunden eingestellt, dass ihr da auch wirklich alle was seht. Jetzt müsste, glaube ich glaube, das wäre schon drauf jetzt bei den Bildern, weil da ist dieses Papier mit bei. Nee, jetzt kommt es rauf. Da hat Stefan dann auch ein Lineal. Da misst er dann auch wirklich aus, dass das wirklich in der Mitte ist. Exakt so weit nach links und so weit nach rechts geht, wie es gehen soll. Und dass es auch vom Hals aus
ziemlich weit runter ist, also nicht zu weit oben ist, dass es schön auf der Brust ist. Da seht ihr, dass er drauf ist. Jetzt kommt noch der Schutz. Und dann wird das gepresst. Ja, und gleich kommt's. Ich habe, wie gesagt, ein paar mehr Fotos gemacht, dass ihr wirklich mal komplett verfolgen könnt, wie das aussieht. So, da ist es jetzt. Nimmt das jetzt raus. So, und da ist es. Das erste Merch-T-Shirt, Odin. Ich finde es geil. Also, könnt ihr mir Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. So, jetzt kommen wir zu den drei Dreiecken, sozusagen auch Wallknut. Da misst Stefan jetzt auch gleich wieder aus. Also der Teil gar nicht fotografiert, wie er ausmisst. Aber da hat er auch ausgemessen, damit das exakt positioniert ist. Da seht ihr das. So. Ja, das ist ein bisschen verschwommen. Da nimmt Stefan gerade das T-Shirt hoch. So, und jetzt kommen die Ärmel dran, weil auf den Ärmeln ist bei mir Look-Design drauf. Das wird dann später bei den T-Shirts im Nackenbereich sein, weil der Rücken frei ist. Es sei denn, ihr wollt was auf dem Rücken drauf haben. Da müssen wir mal gucken, ob man da dann auch noch was verwirklichen kann. Ja, da ist der andere Arm dran. Und da habe ich es dann auch schon an. Die Vorderseite, die Seiten, also links und rechts habe ich eigentlich gar nicht unter. Meinen Rückendruck. Ja, und das war doch schon. Ich habe jetzt einfach mal vorne, hinten, Seite wiederholt gemacht. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Bei euch wird natürlich der Rückendruck nicht mit bei sein, weil wir haben das so kalkuliert, dass es sehr preisgünstig produziert werden kann. Vom Material, von der vom Arbeitsaufwand und so. Und der Rückendruck frisst halt wirklich extrem viel Arbeit. Nicht das Rufmachen an sich, das Rausmachen, diese kleinen Fitzeldinger und so, habe ich euch vorhin gezeigt. Und da habe ich gesagt, wir machen nur vorne. Und einfarbig sollte der auch sein, unbedingt der Druck sollte einfarbig sein, weil umso mehr Folie, also umso mehr Farben, umso mehr Folie man braucht, umso teurer wird es. Und ja, das sollte halt so das Standard-T-Shirt sein, was wirklich im Normalpreis vorhanden ist. Wie gesagt, das muss jetzt erstmal alles kalkuliert werden. Preis kann ich euch dazu überhaupt noch nicht sagen. Aber es wird auch noch T-Shirts geben mit meinem Logo in Farbe drauf. Das wird dann etwa so groß wie das O von Odin sein, denke ich mal. Vielleicht machen wir dann auch Tests noch als Schrift dazu oder nur das Auge. Da wissen wir noch nicht, wie wir das am besten umsetzen, was da kommen wird. Der Kabel ist auch schon fertig, so die Vorentwürfe. Ja, das werde ich euch dann natürlich nach und nach noch zeigen, wenn wir so die ersten Probedrucks machen und das erste Mal angucken, wie denn fertig auf dem T-Shirt aussehen wird. Da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden und wenn es soweit klappt, wie es jetzt aussieht, dass es klappt, also nagelt mich nicht drauf fest, wird der Shop dann Ende April ja, starten. Da werde ich dann natürlich auch nochmal ein Infovideo machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin. Und natürlich ein Däumchen wäre ein Träumchen, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.